Es ist dann auch die Frage, wie sich die Lage dann verändert in so einem Szenario. Wenn es dann wirklich ausartet, dann bist du schon froh, wenn du etwas hast. Wie handle ich am besten, wenn eine Katastrophe eintritt? Shit, wo sind sie jetzt durch? Schauen, dass er nicht gehört, gesehen oder geschmückt werden. Und jedes Mal, wenn sie gesehen sind, sind sie tot. Ich glaube, ich wäre recht schlecht vorbereitet, falls da eine Notsituation eintritt und ich ganz alleine heim wäre. Was ist für dich das realistischste Szenario, das passieren könnte? Strom ist so ein Thema, wie kein Wasser mit der Leitung. All das, was wir jetzt das Wochenende machen, empfehle ich euch auch nicht gross an die grosse Glocke zu hängen. Corona, der Krieg in der Ukraine und jetzt mögliche Stromausfälle. Ich lese immer wieder von Leuten, die sich auf den Katastrophenfall vorbereiten. Und dann habe ich mich selber gefragt, wäre ich wenigstens minimal auf einen Ernstfall vorbereitet und was ist überhaupt das richtige Maß? Und ich habe jetzt finally mal die Empfehlungen vom Bund angeschaut. Lebensmittel für rund eine Woche. Und da innen gehören 9 Liter Wasser pro Person. Ich glaube, das wäre schon mal schwierig. Reis oder Teigwaren? Das sollte ich glaube ich haben. Teigwaren habe ich keine, aber Reis. Mehr als ein Kilo. Und Risotto. Batteriebetriebenes Radio? Nope. Also ich bin ziemlich sicher recht schlecht vorbereitet, falls ich eine Woche hier in meiner Wohnung allein irgendwie durchheben müsste. Aber es gibt definitiv Leute, die sich mit Notvorräten eindecken, weil Händler von so Produkten sagen, dass sie seit dem Kriegsausbruch massiv mehr Bestellungen haben. Plus gibt es Leute, die sogar noch einen Schritt weiter gehen und einen Survival-Kurs besuchen. Und genau so einen Kurs gehe ich nachher auch. Für so einen Kurs habe ich auch gerade noch eine Packliste bekommen. Genau da. Schön angelegt. Kopfbedeckung wärmend. Es ist zwar Sommer, aber... Sturmmaske habe ich nicht. Händchen habe ich. Dicker Pullover brauche ich fix. Ich nehme immer kalt. Nicht drauf nehmen. Handsäge, fester Gürtel, strapazierfähige Autohose. Sieht schlecht aus bei mir. Wärst du vorbereitet? Schreib es mir da unten in die Kommentare. Tada! Jetzt kann ich mich noch umziehen. Ready. Wir fahren jetzt gerade auf Mur, Kanton Zürich. Und dort treffe ich die anderen Teilnehmer und John Saluzzo, der ganze leitet. Und der Kurs heisst auch Save Your Life Kurs. Also es ist nicht einfach ein Survival Kurs, wie überlebe ich in der Natur, wie man es sich vielleicht vorstellt. Sondern es geht wirklich darum, wie handle ich am besten, wenn eine Katastrophe eintritt. Der John Saluzzo ist hauptberuflich Survival Guide und er macht das schon seit über 10 Jahren. Das nervt mich an dem ganzen Dreh jetzt schon am meisten, dass mir keine Sau hilft. So ready, wie man für Katastrophen sicher. Hi. Sieht gut aus. Super. Einfach massiv underdressed. Mit mir sind wir 16 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Die meisten machen es, also viele machen es so ein bisschen hobbymässig, haben irgendwie Auto-Equipment gekauft, wollen das mal ausprobieren. Es haben aber auch ein paar, die gesagt haben, ja, dass sie die Krisen schon ein bisschen beschäftigen und dass sie eigentlich nichts mehr am Zufall überlassen. Wir filmen die Leute jetzt auch größtenteils von hinten, weil ein Teil von ihnen will unerkannt bleiben. Vielfach passieren Notfälle in der Nacht. Und dann sind sie nicht wirklich warm. Und wenn ihr dann so ein schweres Gepäck anlegt oder falsch anlegt und das einfach so schräg über den Rücken hineinnehmen, kann es sein, dass ihr euch irgendetwas einklemmt. Ich zeige euch von der spanischen Spezialeinheit eine Art, wie sie so Gepäck aufsetzen. Also sie nicht so auflupfen, sondern so Klientenfüttchen machen, ein bisschen möglichst gerade gehen. Und dann nehmen wir ihn so auf. Und dann habt ihr ihn oben dran und dann könnt ihr so reinrutschen. Geht mit eurem Fluchtgepäck mindestens einmal in der Woche, optimalerweise natürlich, und sonst halt einfach einmal im Monat, einfach am Abend mal eine Runde spazieren. Auch wenn irgendjemand euch komisch anschaut, müsst ihr nicht sagen, dass ihr für Krisen üben,
sondern einfach, dass ihr in das Gefühl hineinkommt. Das geht schon, du musst dann einfach auf der Seite heben. Du musst ihn einfach frisch krallen können. Shit, wo sind sie jetzt oben? Finally im Camp angekommen. All das, was wir jetzt das Wochenende machen, empfehle ich euch auch nicht gross an die grosse Glocke zu hängen. Und zwar nicht, weil sie irgendwie, weil dann vielleicht für psychisch Gestörte so abgestempelt werden, sondern es gibt ganz viele Menschen, die sich überhaupt nicht für irgendetwas vorbereiten. Und dann passiert etwas und nachher stehen sie da und sagen, aha, ja, ja, hätte ich doch. Und wenn sie dann sich erinnern, dass der Nachbar doch irgendetwas mit Notvorrat und was auch immer am Hut hat, dann ist dann der der Erste, der bei euch läutet. Und wenn er bei euch läutet, dann ist es nachher dann schon wieder eine Stufe schwieriger. Wie handelt er die Situation? Das mit dem Taktik, Täuschung und Tarnung, das ist etwas, was ich euch einfach ans Herz lege. Dass ihr nicht gehört, gesehen oder geschmückt werdet. Und jedes Mal, wenn ihr gesehen seid, sind ihr tot. Das müsst ihr einfach euch versuchen, konstant einzuflössen. Das ist natürlich nicht immer so, aber wir gehen immer vom Schlimmsten aus. Weil es kann sein, dass es irgendeine Bande ist, die unterwegs ist und sagt, vielleicht hat sie irgendwo etwas und sind am Laufen und dann hören sie irgendein Geräusch und finden, ja, wir gehen mal schauen. Alles ziemlich düstere Szenarien. Man muss aber auch bedenken, dass der John mit seinen Kühen auch von der Krisenangst profitiert. Also ich muss mir jetzt ein Plätzchen suchen, wo ich mein Zelt aufstelle. Soll ich da? Alles im Griff. Alles gut. Also für mich das Wichtigste ist, dass ich gerade liegen kann. Und offiziell das Wichtigste von dem Kurs ist, dass mich niemand findet. Aber das ist ja zu kurz. Scheiße. Dann ist es aber gleich wieder ein bisschen schräg. Ich bin ja froh, dass ich nicht dort pennen muss, aber es ist definitiv besser getarnt als mein blaues Zelt hier drin. Wie gross ist die Nachfrage jetzt nach dem Save Your Life-Kurs? Er hat zugenommen, jetzt, ich sage jetzt mal, mit der Mischung von der Pandemie und dem Krieg, dass die Leute wirklich am Aufwachen sind, weil ich gebe ja die Kür schon über 10 Jahre. Und dazu mal war es ziemlich schwierig, um das wir auch rechtfertigen für die Teilnehmer. Ich habe gesagt, ja, warum mache ich eigentlich den Kurs? Und dann, wo der Krieg noch ist, hat es ja massiv zugenommen. Wieso wollte ich, dass mich niemand erkennt? Das Problem in einer Notsituation ist meistens nicht die Situation an und für sich. Also der Strom ist nicht das Problem, wenn der Strom ausfällt. Eine Naturkatastrophe ist auch irgendwann mal handelbar. Meistens ist das Problem, dass die Leute nicht vorbereitet sind. Und dann gibt es relativ schnell Unruhe. Es kann zu Plünderungen kommen oder irgendwelchen Banden, die dann halt einfach sein Zeug zusammenstellen. Und aus diesem Grund geht es wirklich darum, dass wir dort keine Konfrontation haben, dass wir uns eine Zeit lang zurückziehen können, bis sich einigermaßen alles wieder eingerenkt hat und dann wieder in die Zivilisation zurück. Das ist ja schon ein düsteres Menschenbild, nicht? Ich glaube nicht ein düsteres Menschenbild, sondern einfach ein realistisches Menschenbild. Es ist etwas kühler geworden, jetzt wo die Sonne untergeht. Und die anderen zwei Schläuche, der Linus und der Yves, sind heim. Darum ja, fühle ich mich jetzt mit dem Handy. Jetzt gibt es eine Nachtübung. Und bei der geht es darum, Essen zu holen, das John vorher versteckt hat. Das Ganze muss natürlich wieder möglichst unentdeckt passieren. Das ist so ein typisch modernes Tactical Food Pack, das wir unter Umständen eben auch hier antreffen werden. Darum ist es auch mal spannend, etwas Neues zu essen. Das Spezielle ist für mich ehrlich gesagt jetzt gar nicht, dass ich jetzt hier im Wald am Campieren bin, sondern das Ganze drumherum, oder? Also du machst wie Sachen, die ich glaube, sonst machen würde, machst du jetzt wie nicht. Wir machen zum Beispiel kein Feuer und hocken um das Feuer herum, weil da könnte man ja sehen. Das Gleiche ist mit der Taschenlampe. Die hast du so gut wie nie an, wenn es geht. Und du redest auch eher leise. Ich habe jetzt schon fast ein bisschen das Gefühl, ich rede zu laut.
Und ja, das ist schon definitiv ein Unterschied, ja, zu dem, wenn du einfach aus Spass in die Natur wirst. Es ist 20.07 Uhr draußen. Ich glaube, es ist noch niemand gross wach. Ich höre zumindest gerade nichts. Und ich habe gerade eine Strophalbend. Ich habe versucht, die ganze Nacht. Dankeschön. Morgen. 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 Und, habt ihr gut geschlafen? Sehr kalt. Also, gehen wir. Ich habe dann in der Nacht auch noch mit dem einen oder anderen geredet. Und der eine ist dann also gekommen und hat so gesagt, gell, es ist ein bisschen weird. Es wirkt ein bisschen so, als würden wir alles ein bisschen übertrieben. Also, dann hat er so gemeint, ja, aber weißt, ich habe ja Kind. Und irgendwann ist dann schon die Frage aufgekommen, ja, was ist, wenn du kein Essen mehr hast? Oder wenn einfach nichts mehr funktioniert? Und ja, das wollte er jetzt einfach wissen. Und nachher wird, also hat er gemeint, wird er sein Leben ganz normal weiterführen. So. Was als nächstes im Programm ansteht, ist Fluchtgepäck. Weil das ist das, was ihr im Optimalfall dabei habt, wenn ihr irgendwann euer Zuhause verlassen. Ihr werdet in der Literatur oder im YouTube oder wo auch immer, immer von drei verschiedenen Gepäck hören. Das EDC, das heisst Everyday Carry, das heisst das, was ich jeden Tag immer bei mir habe, das ist das da. Dann gibt es den Bob. Der Bob, das ist das da, das ist der Bug-Out Bag. Das heisst, dort, wo ich bin, dass ich die Möglichkeit habe, etwa 72 Stunden mit dem von A nach B, sprich heim, kommen. Und nachher kommt der Inch. Und der Inch heisst I never come home. Das ist das Gepäck, das wir gestern gesehen haben, vom Tragen her. Das ist das Nonplusultra, wo wir sagen, mit dem können wir x Zeit überleben. Ich habe immer einen Fluchtrucksack parat, dass egal was ist, wenn ich weiss, okay, jetzt muss ich gehen und ich komme nicht mehr retour. Das sind hauptsächlich drei Sachen, die ich immer dabei habe und immer meine ich immer. Das ist ein Feuerzeug, ein Messer und eine Taschenlampe. Die drei wichtigsten Gegenstände für mich. Licht einerseits Sicht in der Nacht, gell? Aber auch Signalisation, weil ich gehe ja nicht immer nur von Krisen aus, sondern vielleicht auch, wenn ich mich mal verlaufen sollte. Ein Feuerzeug zum Feuer machen, gell? Das ist unsere Wärmequelle, da habe ich schon viel darüber geredet. Und das Messer, das wichtigste Hilfsmittel von uns Menschen. Wir können mit dem Messer relativ gut viel herstellen und es gilt uns aber auch als Verteidigung. Jetzt, was mir ja mega geblieben ist von dem Kurs, ist, dass wir uns ständig von außenstehenden Personen müssen verstecken müssen. Ist das wirklich nötig? Ja, es ist die Frage, ob das nötig ist oder nicht. Gell? Je nach Szenario, was halt passiert und wenn der Moment ist, wo wir von der Zivilisation weg, weil die Zivilisation einfach das Gefahrengut mitbirgt, mit plündernden Banden und so weiter, dann ist es natürlich förderlich, dass man nicht gesehen wird. Was mache ich als erstes bei einem Blackout? Als allererstes, wenn du daheim bist, dann würde ich dir empfehlen, alle Gefäße mit Wasser zu füllen. Also sprich, Badwanne mit Wasser füllen, alle Töpfe mit Wasser füllen. Weil unser Trinkwasser ist auch stromabhängig oder an den meisten Orten. Noch gut Tschüss sagen. Ciao. Danke euch. Noch viel Spass. Ich bin schon jetzt auch recht froh, dass ich langsam wieder aus dem Mindset raus kann, dass ich in einer Notsituation bin und mich vor jedem und allem so ein bisschen verstecken muss. Ich habe es aber trotzdem recht interessant gefunden, weil ich habe mich sonst noch nie damit auseinandergesetzt, wie ich reagieren könnte oder was ich machen könnte, wenn wirklich ein Ernstfall eintritt. Weil man befasst sich ja eigentlich wirklich nicht so gern mit dem. Wer sich ständig und intensiv mit Katastrophen auseinandersetzt, sind sogenannte Preppers. Und das kommt von to be prepared, also für den Ernstfall vorbereitet sein. Und das machen sie, indem sie Nahrungsmittel, Werkzeuge oder auch Benzin horten und sich auch so wie eine Art Schutzräume einrichten. Schätzungen gehen davon aus, dass wir ein paar tausend Prepper bei uns in der Schweiz haben. Einer von ihnen ist der Timon und er richtet sich gerade irgendwo in der Ostschweiz in eigenes Safe Space ein. Genauer darf ich aber nicht werden, weil eines der obersten Gebote der Prepper ist, dass man eigentlich nicht über seine persönliche Krisenvorsorge redet. Weil jeder, der das weiss, könnte im Ernstfall an die Notvorräte wählen. Herzlich willkommen. Und wie lange habt ihr das Häuschen? Jetzt schon? Ja. Seit dem April. Ah,
erst? Ja, es ist wirklich noch frisch so. Wie viele Leute sollten hier drinnen schlafen können? Da hat es noch zwei Betten, die man rausfahren kann. Das ist schon wieder cool. Das ist noch praktisch. Klar, irgendwo könntest du immer noch eine Notfallstelle machen. Und obendrauf könntest du auch noch theoretisch eine weitere Matratze machen. Dann könnten wir mit dem draussen dann auf 8 oder 10 Leute. Also es wären dann wahrscheinlich deine engste Familie, deine Freundin und ein paar Kollegen? Genau, so ja, und ihre Eltern. So, ihre Eltern. Es wäre dann halt so wirklich irgendwie ein Treffpunkt, wenn er wirklich gar nicht mehr funktionieren würde, in dem Sinn. Die ganzen Fälle? Das sind die ersten Fälle von der Jagd. Also bist du auch Jäger? Ich bin dran an der Prüfung, ja. Okay. Dass ich das kann. Ja, es sind halt Fähigkeiten, die du kannst aneignen kannst. Können wir jetzt gleich durchgehen. Quellwasser. Genau. Da kannst du gleich so trinken. Ja, kommt von der anderen Seite zu. Es ist wirklich eigentlich frisch und gutes Wasser. Geil. Und Kühlschrank. Ah was, ja, da hast du noch das Bier drin, hä? Ja. Man sieht, wir sind noch ein bisschen dran, alles. Das wären noch Gestell, die man verbauen könnte. Man sagt ja, wenn es dann wirklich mal ein bisschen darum geht, dass halt Infrastruktur und so nicht mehr da ist, dann ist halt Honig so etwas, das du immer kannst brauchen zum Duschen. Zum Duschen? Zum Duschen. Ah, zum Duschen? Zum Duschen. Zum Duschen könntest du wahrscheinlich auch brauchen. Ah, zum Duschen. Hier in diesen Fässern habe ich einmal Kienspan, das ist zum Anführen. Das brennt wie Hölle. Dann einmal haben wir Nüdeli. Nüdeli? Nüdeli. Wo? Müsst ihr schauen, welches das ist. Ja. Da sind Nüdeli drin. Kann man aufmachen, oder? Aufmachen kann ich es nicht, weil die haben. Ich habe hier den Sauerstoff entzogen. Da habe ich noch Reis drin. Reis? Ja. Okay. Mit 30 Kilo Reis oder so. Okay, und das ist jetzt ein Bruchteil von dem, was du, sagen wir mal, an Notvorrat hast, oder? Das ist wirklich ein Bruchteil. Also, du hast ja auch einen anderen Ort, wo man ja jetzt nicht sagen, wo der ist. Hast du ja noch mega viel anderes Zeug. Was ist das so? Oh, Jens, das, also, es ist Leuchtmittel wie Kerzen, Petroleumlampen, Messer, meine ganze Munition und so, auch fürs Jagen. Das ist dann halt ebenfalls rum. Auch fürs Jagen? Also meinst du, wirst du verteidigen? Es ist dann halt die Frage, wie sich die Lage dann verändert in so einem Szenario. Also wenn es dann wirklich ausartet und so, dann bist du schon froh, wenn du etwas hast. Aber eben, das ist dann wirklich der Worst Case und von dem gehe ich einfach nicht aus. Und so mengenmässig, wie lange wirst du mit dem Essen, das du gelagert hast, überleben? Wenn wir jetzt mal von 3 Personen ausgehen, kommen wir sicher an die 2 Monate an. Benzin haben wir hier und haben noch mehr. Ich habe die Heilocken, also um die 200 bis 250 Liter. Okay. Das ist vielleicht sogar das ist noch ein bisschen mehr. Fast 400 Liter im Gesamt. Ja, wahrscheinlich gut. Also da ist einfach auch so, dass du mal an die Tankstelle gegangen und hast einen Kanister mehr gefüllt. So. Okay. Tomaten? Tomaten. Aber wie viel würdest du jetzt sagen, ist Hobby da und wie viel ist Krisenvorsorge? Es ist, denke ich, so eine Kombi. Ich glaube, Hobby und auch etwas an Wissen aneignen. Was ist für dich das realistischste Szenario, das passieren könnte? Strom ist so ein Thema, wie kein Wasser mit der Leitung. Viele machen sich wahrscheinlich das gar nicht als irgendwie einen Gedanken gegangen, dass das halt passieren kann. Oder dass dann einfach kein Wasser kommt oder dass du dann halt nicht einfach kochen kannst. Das ist etwas und halt wirtschaftlich. Wenn es dann wirklich mal etwas zusammenbricht. Wenn du wirklich so einen Safe Space hast und so eine Krisenvorbereitung und so einen Notvorrat wie du hast, hast du auch irgendwo immer ein bisschen Krisen vor Augen. Ist das nicht auch psychisch belastend? Es geht. Ich kann mich eigentlich sicher fühlen im Sinne von, ich habe halt etwas. Oder? Es ist jetzt nicht so, dass ich täglich Angst hätte oder so um irgendetwas. Ich habe es einfach gesund im Auge. So. Also ich finde, Timon hat da echt ein mega schönes Fleckchen. Und dadurch, dass sein Ferienhäuschen gleichzeitig auch sein Safe Space ist und da ganz viel davon, was er macht, auch sein Hobby ist, wirkt er mega entspannt, obwohl er sich eigentlich immer mit der Krisenvorsorge beschäftigt. Aber wie realistisch sind so Krisenszenarien wirklich? Der Verband der Schweizerischen Elektrizitätsunternehmen hat uns noch mal geschrieben, dass er das Risiko von einer Strommangellage als gross und real einschätzt. Weil der Krieg in der Ukraine hat ganz Europa in eine Energiekrise gestürzt und die Situation ist jetzt viel unsicherer. Aber private Haushalte würden erst im allerletzten Schritt den Strom abgestellt werden und das einfach für ein paar Stunden. Sie raten aber trotzdem dazu, sparsam mit Strom und Gas umzugehen.
Auch das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung hat uns gegenüber noch einmal betont, dass der Notvorrat, so wie sie ihn empfehlen, sollte langen. Weil es geht nicht darum, eine längere Krise zu überstehen, sondern einfach zu überbrücken, wenn es Versorgungsengpässe geben sollte. Ich glaube, am Schluss geht es darum, dass jeder für sich selber herausgespürt, wie fest er sich mit der Krisenvorsorge auseinandersetzen will. Ich zum Beispiel könnte mich nicht täglich mit dem befassen, weil ich glaube, ich fände es irgendwann auch psychisch recht belastend. Ich glaube, bei den Prepper ist aber genau das Gegenteil der Fall. Sie können wahrscheinlich recht normal ihrem Alltag nachgehen, weil sie eben genau wissen, dass sie vorbereitet wären. Falls du jetzt noch Bock hast auf mehr, dann schau doch hier unsere Aussteiger-Repo. Da geht nämlich Tamila die Frage noch, wieso das Leute aus unserem System aussteigen wollen. Und wenn du kein Video mehr von uns verpassen willst, dann ist unseren Kanal abonnieren noch eine recht gute Idee.